Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla, der mittlerweile schon 27. Folge. Und in der letzten Folge haben wir hier Wasser von der Schicksalsquelle geholt. Dafür müssten wir ein kleines Rätsel lösen. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe es nicht gleich gelöst, aber schlussendlich dann doch geschafft. Und ja, wir sollen jetzt die Höhle verlassen. Ich weiß aber nicht, wir müssen... Ja, da hoch werden wir nicht mehr kommen. Hier gibt es eigentlich noch ein bisschen was zu looten, aber ich weiß nämlich, ob wir das in der Höhle, ob es da irgendwie einen Weg gibt oder ob wir da wirklich komplett raus müssen. Keine Ahnung, hier werden wir halt nicht hochkommen. Okay, ich würde sagen, dann schwimmen wir raus und schauen draußen nochmal, ob wir da irgendwie rankommen. Das wären die zwei Schätze hier. Aber er sagt eigentlich, dass es über uns ist. Da hinten drinne. Ja, es könnte sein, dass wir nochmal in die Höhle rein müssen. Okay, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Ich habe meine letzten Folge gesehen, hier war ja so ein also unsichtbare Wand davor, hier konnten wir nicht reinschwimmen. Sprich mit Loki. 63 Meter, der ist da unten. Ne, das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir jetzt erstmal schauen, ob wir irgendwie diese blöden zwei Schätze kriegen. Sehen, was du siehst. Es kann nur da mit der Höhle was zu tun haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, jetzt schauen wir nochmal rein. Die müssen ja hier irgendwo sein. Irgendwo habe ich was übersehen. Ich schätze mal, die müssen hier unten sein, ne? Können die aber auch nicht tauchen, ne? Okay, fehlt uns noch einer, 30 Meter. Hier weiter. Nein, das ist bestimmt da oben, oder?
Hier ist aber nichts mehr. 19 Meter. Über uns. Oh, alter Schwede. Okay, dann haben wir den auch. Da muss er hier oben wieder rauskommen. Nicht, oder? Oh, ernsthaft? Jetzt komme ich hier oben nicht raus. Okay. Was machen wir jetzt? Wir müssen den ganzen Weg nochmal durchschwimmen. Okay. Oh, Bildmarke, ich kann ja Mensch. Gut. Haben wir das auch geschafft? Gott sei Dank. Das ist auch schon Loki. Wie für ein geiles Schwert. Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich, ruhig, still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Wolf lebt, doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig und er fährt gut damit.
Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Okay. Da oben ist fast, kann man das eh gleich alles kombinieren und uns hier den Aussichtspunkt dann auf jeden Fall auch holen. Zack, zack. Ja, läuft doch ganz gut bis jetzt. Ja, Schätze hätten wir natürlich vorher schon mitnehmen können. Ja, haben wir leider nicht gesehen. Ist auch wieder unten. Nein. Ja, schauen, wie wir da reinkommen. Ah, hier geht's eh runter. Na, war mir. Feuerurne. Was siehst du da oben, Sühnen? Ja, das ist der Weg. Ich würde aber erst gerne hier rein. Ist ja auch gut, wenn es irgendwie so ein Skill geben wird, dass wir durch die Türen kommen. Die ist aber auch nix. Schon wieder ärgerlich. Auch unten drin. Aber da kommen wir ja von hier oder rein, dass wir hinten wieder rauskommen. Okay, machen wir hier weiter. Baumeister! Du kommst gerade recht. Gibt's hier, warte mal, gibt's hier irgendwie einen Eingang? Nicht so aus. Okay, wir schauen mal, was er zu sagen hat. Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Wie versprochen. Wunderbar. Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzrunen, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Rune schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Ich binde meinen Geist mit Hugamagie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugamagie? Hast du die bei den Jötner gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugamagie. Doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst. Sei vorsichtig. Der Topf ist zerbrechlich.
Sachte. Denk daran, nur hinstellen, nicht zerbrechen. Pass bitte auf. Die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. Wie brauche ich denn? Das ist sehr gut. Genau der richtige Ort. Was jetzt, Baumeister? Vielleicht solltest du aus dem Weg gehen, zum Beispiel auf diesen Felsen da. Von dort siehst du auch viel besser. Na, da drauf. Also gegen Felsen. Hier. Reicht das? Das wird es. Warte, warte. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locke einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich ihn durchschreite? Ich gebe dir mein Wort, Harvey. Okay. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Hierher, ihr stinkendes Pack! Ihr schleicht herum wie Feiglinge! Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Ja, gut. Lock sie näher heran. Ja, ja, es klappt! Sieh mal an, wie die Motten im Licht. Kommt, ihr vaterlosen Hunde! Ich bin einer und ihr seid viele! Was habt ihr zu verlieren? Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fern? Okay, scheint aber kaputt zu gehen, oder? Diese Narren, sie laufen mir verderben. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums im Dressier? Das nicht. Sie sollten tot sein. Halte sie auf, während ich ihn erneuere. Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so? Wir brauchen noch eine Zutat. Was nun, Baumeister? Dein Schild hat versagt. Nein, ganz unter. Ich muss ihn nur ein wenig anpassen. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Dein Schild lockt dein Herr dabei. Er ist einfach wie dein Wort. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Nein, aber ganz nett die gleiche. Den Text gesagt. Ich mache alles, was ich kann. Der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Ich bin fast fertig! Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Das lief zwar nicht so glatt wie erhofft, doch der Weg zum Ziel spielt keine Rolle, solange das Ende Früchte trägt. Saure Früchte.
Nicht so süß, wie du versprochen hast. Dein. Der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so ferne? Er hält! Der Schild hat Wunder gewirkt. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Mit genügend Materialien und dem richtigen Anreiz gelobe ich, einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Oh. Warum die Königin Asgards? Ist es dein Ziel, an ihrer Seite zu herrschen? Nichts derart Kühnes. Ich möchte mich einfach nur in ihrer Schönheit sonnen. Sie kann über dieses Reich herrschen, wie es ihr beliebt. Es steht mir nicht zu, Freya wie ein Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht. Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Gehen wir mal da nochmal hin. Dass endlich mal das Quatschen aufhört. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Augenblick mal! Fallen die alle um? Blicke das Land, Freundin. Sind die Hirsche weg, oder? Jetzt werden wir wieder zurückrennen. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Komische Quest. Hier kommt die Ratte! Stirb wenigstens gut! Da ist du näher, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Gewetter. Ja, weiß ist der Hirsch auch nicht. Der sieht eher braun aus, braugrau.
Noch einer? Und auch Durator. Hat ein Unglück den Lebensbaum getroffen? Oder ist dies nur eine Versammlung der heiligen Herde? Noch eine. Selbst Valen erhob sich aus seinem Schlummer. Ist dieser Freigang ein Ausdruck von Freude oder Furcht? Wie werden die jetzt hingehen? Noch einer. Und schließlich Elgtürnir, dessen Geweih die Flüsse Seed und Wied entspringen. Das war also der Grund ihres Ausflugs. Eine Gabe an ihren Hüter. Ah, alles klar. So, warte mal. Die zwei Schätze würde mich noch interessieren. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Wenn wir schon hier an der Stelle sind, dann machen wir das gleich. Oder, warte mal. Machen wir anders. Hier und hier. Oh mein Gott, das kann Stunden dauern. Scheiße. Alter, das ist hoch. Ha.
bei Naruga. Schauen wir, was jetzt wieder alles aufgedeckt wird. Sieht aus wie eine Höhle da unten. Ist sogar eine Höhle? Ach Gott. Was macht die denn? Spring halt darüber. Sätze. Irgendwie ist aufgegangen. So. Wir müssen darüber. Ah, die Wege sind schon heftig. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Okay, so ein Steinrätsel ist es wieder. Ah. Oh. Die Arbeit ist getan und es ist noch hell.
Wir haben uns etwas zu trinken verdient, denke ich. Was sagt ihr, Brüder? Olan, wir ertränken unser Werk in Lob. Eine neue Welt, aus altem Fleisch gefertigt. Erinnert ihr euch, wie groß der alte Ymir war, als wir die Arbeit begannen? Sein Leichnam, so groß wie der Tag lang ist, überspannte er den Abgrund Gin-Ungagap. Ja, oh ja. Sein weiches Fleisch, aus dem wir die fruchtbaren Böden schufen. Und sein Blut wurden Weltenmeere und die Seen. Ich erinnere mich gut. Für Hügel und Berge stapelten wir seine Knochen. Seinen Bart für die Bäume, sein Haar für das Gras. Seinen kuppelgleichen Schädel öffneten wir für den blauen Himmel über uns, gefüllt mit den Wolken seines Hirns. Eine neue Welt aus den Überresten einer alten. Skål, Brüder! Ich erhebe mein Horn auf euch beide. Bruder Odin, du bist still. Stimmt etwas nicht? Ei. Hat unser Werk kein Lob verdient? Dann mal packen wir den weg. Das wird doch nicht. Okay, der schaut schon mal gerade, fast geradeaus. Nein! Eieiei. Spiel, wenn das alles so schief ist hier.
Geister. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wir haben hinten noch zwei Punkte, die können wir uns aber später holen. Ich wollte jetzt erstmal hier das machen. Und dann hier so rumgehen. Also gehen wir da runter. Genau. Da wieder machen müssen. Harvey, du Feigling! Komm her und kämpfe! Was geht hier vor? Harvey, du musst mich durchlassen! Warum? Was willst du an der Quelle Helheims? Mit meiner Frau Ranveig vereint sein. Unser Dorf wurde zerstört. Ich starb mit meiner Axt. Sie nicht. Guter Krieger, Helheim ist nicht der Ort, an dem du sein willst. Dir wurde die Ehre zuteil, dich meinen Kriegern anzuschließen. Wanke nicht. Wäre es deine Geliebte, würdest du die neuen Reiche verschieben, um sie wiederzusehen. Wir Krieger kümmern dich nicht. Ich fordere dich heraus. Wenn ich gewinne, gewährst du mir den Wunsch. Wenn du gewinnst, schick mich als unfähigen Krieger zu Hel. Das wäre nicht gerecht. Ich kann nicht gewinnen, du kannst nicht überleben. Wer bin ich, einen Betrüger zu betrügen? Komm, Harvey, oder bist du zu feige? Erfüll meinen Wunsch, Schlappschwanz! Ich löschte Heere aus, als du noch in deiner Scheiße saßt. Komm, verliere und zieh nach Helheim. In die Schlacht! Ich gehorche. Okay. Kommen wir aber immer noch nicht da oben rein. Nicht gesehen gehabt vorher. Okay, jetzt haben wir hinten noch was.
Ist jetzt aber nichts mehr, oder? So, jetzt wäre die Kiste noch nicht schlecht. Wo wir uns auch noch irgendwie snacken könnten. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Genau, und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.